Komm, auch schon zur letzten Frage jetzt. Du hast mal gesagt, dass du, Adan, Sido und Savage, dass du die als beste Rapper, natürlich nicht in der Reihenfolge, bewertest. Weil die dafür hast du als Kriterium die Verkaufszahlen genannt, also mehr als 5000 Alben. So, siehst du das wirklich Ja, so, gut, dass also ich finde im Gesamtbild, das war, ich weiß nicht, so meinte, ich finde Afrob ist auf jeden Fall ein besserer Rapper als die meisten anderen so. Aber ich finde so, wenn man so auch guckt, so, weißt du, Jay-Z wäre ja jetzt auch nicht so geil, wenn er einfach nur so geil rappen würde und 3000 Alben verkaufen würde, weißt du? Das, was man an Leuten, an Stars, der schon mag, ist natürlich auch mit irgendwie das, wofür sie stehen und ein gewisser Status, so, weißt du? also Der einem auch überhaupt erst möglich macht, so teilweise solche Punchlines zu schreiben und sowas. Und deshalb, also, ich glaube, also es gibt viele gute Rapper in Deutschland. Ich meinte jetzt so die einzigen, die für mich so, ich fand dieses Juice-Cover insofern irgendwie berechtigt, dass ich es irgendwie komisch gefunden hätte, wenn da irgendjemand anders noch draufsteht, der jetzt vielleicht, weißt du, die kriegen ja auch alle ihre Juice-Cover jetzt mittlerweile, diese ganzen Typen, die nicht wirklich irgendwas draußen haben, aber dann irgendwie anscheinend für die Szene interessant sind. So. so Aber ich zum fand so dieses, so, das sind dann schon wahrscheinlich die, also ich würde es auch geiler finden. Und Also wenn heißt Max Herre, Jan ja. Delay und Torch noch rappen würden, würde ich die auch gerne auf dem Cover sehen als die drei deutschen Hip-Hop-Kings. Ich weiß nicht, würde ich genauso berechtigt finden wie die andere merkwürdige Kombo, die da ist. Also entweder nur die Leute, die Oldschool-Leute oder die marktrelevanten Leute, meine ich. Ey, also ich habe auch echt das Ding, dass ich auch viele von diesen neuen Sachen einfach echt überhaupt nicht fühle, weißt du? Und deshalb einfach auch nicht, also mich so wenig damit auseinandersetzt, dass ich kenne diese ganzen Leute wirklich auch nicht, weißt du, ich bin auch nicht so ein arrogantes Gelaber mal so, aber ich höre mir jetzt wirklich nicht an, was die alle machen. Und deshalb, ich kann dazu gar nicht so viel sagen, also von mir aus muss man auch gar keinen Cover auf der Juice machen, wo irgendwelche deutsche Rap-Elite erwählt wird, weißt du, aber welche Nummer dazugehören und die nicht dabei haben wollen, finde ich natürlich auch nicht schlimm. Nee, das kann ich verstehen. Aber Aber weißt du, dieser ganze Status, mir ist egal, also ich meine, in 2 Jahren wird es eh kein deutsches Hip-Hop-Magazin mehr geben, so, das printet wird, glaube ich. So, und dann gibt es noch eure ganzen komischen Online-Seiten da, die ich mir wie eh nie komisch. angucke, so, die bestimmt cool sind für die Leute, die sich das angucken, aber ich gucke es mir eben nicht an. So. Ich gehe nie auf irgendeine Website. Echt Sogar ich nicht? persönlich Überhaupt gehe gar auch nie auf nicht? amerikanische Rap-Seiten. Ich gehe einfach nicht, wenn ich schon im Wie Internet bin, kommst dann du dann an deinen Stoff, also an deinen Musikstoff, meine ich? Also, weil ohne Internet, also kann ich, also das, ja, das ist eben, was viele von euch jungen Leuten nicht mehr wissen. Es gibt schon noch so ja, Läden, da kann so man jung bin reingehen ich und auch sich nicht. CDs kaufen, weißt Ja, okay. Oder im du? So, Plattenladen und und wenn, Platten, kaufst Platten halt hören, CDs, ich kaufe mir Platten ne? so Na, und okay. ich kriege natürlich auch Sachen von Leuten irgendwie, die mir einfach Sachen geben, auch gebrannte Sachen natürlich so und dann, wenn mich irgendwas davon interessiert, dann kaufe ich es mir aber original so. Und also ich glaube nicht, dass man das Internet braucht, um wirklich musikmäßig up-to-date zu sein. So. Also ich muss auch nicht immer so up-to-date sein, dass ich jetzt weiß, also da bin ich jetzt auch gerade raus, so aus diesem, ey Young Jeezy hat ein neues Feature mit Lil Wayne und deshalb muss ich das genau am gleichen Tag noch kennen. Also ich feiere das schon bis zu einem gewissen Grad auch ab, was die da machen, so, aber mir ist Rap im Moment echt gerade auf dieser ganzen Ami-Kram. Ich war gerade neulich wieder eine Woche in den Staaten, so wenn du da Radio hörst, ey, das ist echt so, das fängt dich an zu schämen, wenn du selber auch noch Rapper bist, weißt du? Das ist wirklich alles nur noch Bubblegum und irgendwie Club oder Bling oder da ist so wenig mit Substanz, es bringt mir wirklich keinen Spaß zuzuhören. So, dann höre ich mir einfach alte Soul-Sachen an, alte Reggae-Sachen, auch alte Rap-Sachen höre ich in letzter Zeit gerne wieder, weißt du? Ich war vor Quest irgendwie so, weißt du, Public Enemy, irgendwelche Sachen, die noch richtig so krass durchproduziert sind, so richtige Kunstwerke sind, weißt du, und nicht einfach nur das Album wurde gemacht, weil dein Vertrag sagt, du musst jedes Jahr ein Album machen, weißt du? So, ich kann echt so viele von diesen Artists nicht wirklich mehr gerade so fühlen, so. Also Soundarrangements, so gibt's auch auf jeden Fall Entwicklungen, Ey, gibt die. geile Sachen, ey. Ich feiere so ein Rick Ross Album, das neue, oder das Ja. letzte auch vom Sounderbe ab, so. Das klingt super geil, so, aber, weißt du, so, ich kann nicht so diese erwachsenen Leute über so Teenager-Kram die ganze Zeit reden hören, so. Wenn du in Amerika so bist, auch in meiner Perspektive, so als Schwarzer, früher waren die ganzen Schwarzen in Amerika mal meine krassesten Vorbilder, das waren die ersten Schwarzen, die ich überhaupt kannte, so, weißt du, weil es in Deutschland keine schwarzen Promis oder Stars gab, so. Und dann war es für mich so, oh, krass, das sind alles so coole Typen, so. Und mittlerweile sind das alles irgendwie Erwachsene, die nur noch das machen, was die Jugendlichen von ihnen hören wollen, weißt du? Und das ist, und ich finde, es sollte andersrum sein. Ich finde, die Jugendlichen sollten irgendwie den Älteren folgen und nicht andersrum, weißt du?
Das ist auf jeden Fall Und cool. so eine Musik wie Hip-Hop hat eben auch eine Berechtigung, erwachsen zu werden auf gewissen Levels. Deshalb Jay-Z-Album habe ich wieder übertrieben gefeiert, habe ich mir auch am ersten Tag dann gekauft. Und das finde ich richtig geil, wie er das schafft, irgendwie einfach so seinen Status und sein Erwachsensein so zu übertragen, dass man es irgendwie einfach versteht, aber jetzt auch nicht wie diese komischen Alben, die er als letztes gemacht hat, sondern trotzdem irgendwie mit diesem gleichen Swagger und Feeling von den alten Sachen, weißt du, aber er redet eben über neue Sachen. Ich danke dir, hat Spaß gemacht Ja, Mann. und viel Spaß noch auf der Tour. Alles klar.